Okay, dann fangen wir mal an. So, also zuerst einmal zur Abschätzung, wer von euch ist jetzt da schwer von der technischen Seite und würde das selber verwenden oder einsetzen? Okay, also eh niemand. Wir können, ich muss zurück sagen, wir können dann gerne auf Inhalte auch eingehen. Wir haben jetzt einmal, zeigen jetzt einmal die Technik hinter dem ganzen System her. Und das Projekt basiert eben auf einer Semantic Media Wiki. Das heißt, die Media Wiki ist das, was bei der Wikipedia eingesetzt wird. Ist eigentlich ja, dafür, dass ich jetzt einen Text eingebe und kategorisiere. Und mit der Semantic Media Wiki kann man dort ein bisschen mehr machen. Darauf gehen wir jetzt dann ein. Ich melde mich jetzt nur mal beim System an. Das haben schon verschrieben. Also die Idee von der Graz-Wiki, die mittlerweile auch als Baugeschichte.at verfügbar ist, weil man auch andere Städte eingeben kann. Die Idee dahinter ist, dass man sich damit beschäftigt, wie sich das Ortsbild entwickelt, dass man interessante Informationen über die Gebäude sammelt, dass man ein bisschen ein Bewusstsein für die Umgebung und für die Entstehung und für die Veränderung schafft. Da fange ich jetzt mal mit einem Beispiel an, das gleich da in der Nähe ist und gebe zum Beispiel die alte Poststraße. So. Ja, also wir haben da oben das Suchfeld für die Adressen, ganz normal wie bei einer Media-Wiki auch. Schon ein bisschen intelligenter gemacht worden, ja. Dass man die Straßennamen ein bisschen zusammenfasst, dass wenn ich jetzt An eingebe, wie Annenstraße zum Beispiel, dass nicht dann 100 Annenstraßen kommen, sondern dass er schon die Anna-Kapelle auch dabei hat, zum Beispiel in Graz. Und, genau, ja. Und dass er dann die Adressen vorschlägt, die einzelnen. Sind aber dann trotzdem auf 30 Stück runter reduziert, wegen der Anzeige, wegen der Usability ein bisschen und dadurch fällt dann auch, kommt dann alles. Aber über die normale Suche, wie jede Media-Wiki, kommt alles daher. Gell. Wer steht eigentlich da dahinter? Ist das eine Firma, ein Verein, ein Institut? Ja, eigentlich habe ich damit angefangen vor 4 Jahren und das ist halt dann. Privatinitiative. Genau, genau. Genau. Mhm. Schon mit öffentlichen Fördermitteln ein bisschen und, ja, und genau. Ein bisschen mit der Stadt Graz. Ja, kann man mit Soko Altstadt irgendwie oder. Ja, also aber der Peter Laukert hat sehr viele Daten beigesteuert, der halt schon ein paar Bücher über Graz geschrieben hat. Und ja, gibt auch ein paar andere User, die eben dann Fotos reinstellen. Wie gesagt, man kann sich selber anmelden und wenn man angemeldet ist, dann kann man mitarbeiten, wie bei der Wikipedia. Ja, und da haben wir jetzt ein Beispiel aus der Nähe. Das ist dann eh gleich da vorne am Eck, dieses Haus mit dem Bildstock vorn. Da gibt es dann zum Beispiel eine Zeichnung aus dem Jahr 1727 dazu, wo man den Bildstock erkennt. So ein bisschen Fantasie. Also das Problem ist natürlich, je weiter man zurückgeht, irgendwann gibt es dann keine Fotos mehr, irgendwann werden die Zeichnungen perspektivisch dann schon ein bisschen anders. Es lebt natürlich auch sehr vom alten Material, das man so findet. Und eine Möglichkeit, sich durch das System zu bewegen, wenn man jetzt nicht gleich die Adresse weiß, weil ich bin ja gleich mit der Adresse gestartet, eine Möglichkeit, sich durch das System zu bewegen, ist natürlich diese Karte zu verwenden. Wir können da dann weiter rauszoomen und schauen, was alles sonst noch in Graz drinnen ist. Also da in den Gassen haben wir eigentlich eh schon einiges eingetragen. Gehen wir zum Beispiel nachher noch vorne aufs Eck. Eckertstraße. So. Laden wir mal ein bisschen. Aber angenommen hat er den Kick. Sind wir im WLAN nicht? Nein, wir sind ja normal. So, das ist also dieser Würfel. Und da können wir auch sehen, was für Gebäude da vorher gestanden ist. Also das war das. Ja, das war auch nicht immer so. Ja, das war am Anfang vielleicht, hat es ein bisschen neuer ausgeschaut. Noch. Das ist dann jetzt zum Schluss. Und das Ganze ist eben so gelöst. Wir haben da eben oben bei der Karte haben eine Abfrage. Also das ist jetzt das, was dieser Semantic-Aufsatz macht oder wofür wir den maßgeblich benutzt haben. Dass wir einfach die Koordinaten, die drinnen im System vorkommen, abfragen. Das heißt, wenn ich jetzt für den Quelltext von dieser Seite anschaue. Du musst einmal auf Formular gehen. Geh einmal auf Formular bearbeiten und dann nochmal. Achso, auf Formular bearbeiten, okay. Und jetzt kannst du das jetzt mal. Ja. Das heißt,
Und jetzt kriegst du den Quelltext. Ja, dann sagen wir aber gleich das Formular her. Also für alle, die es mitmachen wollen, ist es natürlich einfacher. Die brauchen in dem Fall nur das Formular bearbeiten. Ausfüllen, ja. Das ist ein Vorteil von der Semantic Media Wiki auch. Da können wir nach Koordinaten, nach Adressen suchen, kriegen die Koordinaten dazu, können dann den Marker irgendwo ins Bild setzen und haben auch hier dann gleich den Datei-Upload für die Bilder. Und ich gehe jetzt einmal noch auf die Abfragen ein. Das heißt, wenn wir jetzt den Quelltext anschauen, so, also wo ist denn das jetzt bei Bearbeiten? Ach ja, genau. Bearbeiten ist immer sowas. Gut, das ist jetzt aber, nachdem ich mich angemeldet habe, ein bisschen anders. Das sehen wir dann, also für alle, die jetzt die an den technischen Hintergrund von der Semantic Media Wiki interessiert sind, da sehen wir den Text, den dieses Formular wirklich generiert. Wir haben drei große Templates eigentlich. Das ist so das erste Template, Adresse habe ich das einfach genannt, das ist so die Stammdaten. Dann der zweite Zeile eigentlich nur die Karte, das wird auf der einen Seite verwendet das Formular, das damit vom Google Maps diese Adressabfrage und Koordinatenfindung möglich ist. Und das dritte ist dann schon für unsere einzelnen Gebäude, die man schon mit einer History in Blöcke halten möchte und sagt, okay, das Aktuellste ist immer ganz oben eigentlich. Das ist ein Multi-Template, die kann man im Formular dann eigentlich auch von der Position verändern, diesen ganzen Block. Und ja, also gehen wir da gleich, da haben wir die Abfrage für die Koordinaten. Das ist jetzt, das geht auf dieses Karten-Template. Dann können wir da unten schauen, Vorlage Karte, Quelltext. Und das ist jetzt dann eine von diesen semantischen Abfragen. Das No-Include kann man vergessen, das heißt, das Ganze startet dann da unten und da haben wir diese Compound-Query, wo er einfach die Daten aus dem System abfragt und darstellt. Genau. Vielleicht ganz kurz, was sehen wir da? Da arbeite ich mit einer Magic Word, zum Beispiel Page Name, das heißt, die Vorlage weiß jetzt, ich bin in der Annenstraße 15 eingebunden, das heißt, holen wir mal von der Seite Annenstraße 50 holen wir her, nämlich was? Fragezeichen Koordinaten. Ja, dann haben wir da noch uns das ein bisschen mit verschiedenen Icons aufgeteilt, dass das nicht alles so diese roten Pfeile sind, wo dann ein Urwald ist. Das heißt, wir sagen immer, das ist der große violette Marker bei uns für die Seite selbst. Dann holen wir die aktuellen Kategorie, holen wir her alle Marker, das heißt Seiten, die dieser Kategorie zugewiesen worden sind, sprich im Formular den Status aktuell bekommen haben beim Ausfüllen. Ja. Und dann holen wir noch einmal alle Koordinaten, nämlich her, weil wir auf der Map möglichst viele Marker anzeigen wollen, damit ich möglichst weit mich über die Map eigentlich durchforsten kann, durch den Pfeil-Urwald so quasi. Genau, also das ist nämlich noch kein Ajax, das heißt, wir holen einfach wirklich alle Marker rein und fangen die an zu gruppieren, wenn sie weiter weg sind. Genau. Und der Rest hier ist eigentlich dann wie nur mehr, dass man sagt, okay, Format, das ist jetzt, wir wollen auf Google hinaus. Wir haben früher mit OpenStreetMap gearbeitet, haben aber dann mit dem Internet Explorer Probleme bekommen und müssen hier leider mit Google arbeiten eigentlich. Ja. Und ja, der Rest ist nochmal eine größere Geschichte über die Zoom-Stufe schon. Wenn er reinkommt, das Auto-Zoom ist ausgeschalten. Ja. Das ist eigentlich im Endeffekt auf jeder Seite, wo wir oben schön den Google-Einbindung finden, das ist genau dieser Teil. Macht uns das möglich, mehr ist nicht dahinter. Ja. Also wir haben da wirklich schön, wir haben da eben die drei Sachen, Abfrage, den aktuellen Marker sozusagen, dann den orangen Marker für die Gebäude, die in der Kategorie aktuell sind, das sind eben die, wo wir kürzlich Informationen ergänzt haben, und dann einfach alle Icons auf Rot. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zur Karte, schauen wir noch einmal zum Eintrag selber, so wie man es dann sieht, wenn man die Seite abruft. Ja, das ist die Karte, da kann man also Spur größer machen und zoomen ein Stück raus. So. Da haben wir durch die sehr vielen Marker, sind wir jetzt bei der Geschwindigkeit schon bald am Limit. Aber da sehen wir, da sind jetzt spezielle Einträge mit den orangen Markern. Wenn wir weiter Richtung Innenstadt gehen, dann sehen wir, okay, da gibt es eigentlich schon sehr viele Einträge. Da haben wir teilweise das Datenmaterial von der Altstadtkommission übernehmen dürfen. Und dann eben diese speziellen Einträge, wo eine ausführlichere Geschichte dabei beim Gebäude steht. Das heißt, wenn ihr das System einfach nutzen wollt zum Herumschauen, dann kann man natürlich so über diese Karte und dann über die orangen Marker
die interessantesten Punkte rausfinden, oder wir arbeiten zum Beispiel unten über die Kategorien. Wie bei der Wikipedia gibt es dann unten die Kategorie, dann sage ich zum Beispiel, ja, ich will jetzt alle Gebäude, wo eine historische Ansicht vorhanden ist, und kriege diese dann wieder in der Karte dargestellt. Also das ist auch wieder eine Abfrage, wo einfach alle diese Gebäude, oder wo er die Kategorie abfragt und einfach im Stadtplan darstellt. Genau. In dem Moment, wo eine einzelne Seite, bei uns ist das immer eine Adresse, eine genaue, mit einer Hausnummer, wenn möglich, genau, also Koordinaten hat, wird sie hierher geholt. Ja. Da zeigt also unten alle, die da jetzt da dazugehören, und da haben wir dann zum Beispiel einfach, das sind dann immer Einträge, wo jetzt eine aktuelle und eine vorherige Ansicht ist. Das heißt, da wissen wir jetzt, so, warten wir mal. Gut, dann wählen sie nicht, okay. Aber dafür ist er gleich da. Ja, also zum Beispiel das Dorotheum jetzt, das Gebäude vorher. Genau, ja. Also das, und dann noch einmal davor. Und dann noch einmal davor, ja, genau, ja. Die niedrigen. Also. Das heißt, wenn wir da jetzt ins Formular hineinschauen, uns das kurz aufmachen, dann sehen wir, wie gesagt, oben den Block mit den Stammdaten, die hauptsächlich für Attributsetzung für das Semantic Media Wiki ist. Ich mache aber Moves vielleicht, wo ich dann doch eine Kategorie draus mache oder so. Wir haben uns schon überlegt, wie man die Kategorien am besten aufbaut, zum Beispiel einen schönen Tree hat, dass sich die Seite einmal in einer Straße befindet, die Straße in einer Postleitzahl, die Postleitzahl in einem Ort und das in einem Bundesland und das in Österreich, wo irgendwie der Einstiegspunkt wäre für uns jetzt einmal. Zeigen wir vielleicht gleich den und was ich hier zeigen wollte, ist, wenn wir runterscrollen, dann sehen wir eigentlich drei Blöcke für Gebäude. Das ist jetzt ein bisschen, da schlagt ein bisschen das Ganze vielleicht, weil wir halt gesagt haben, okay, wir wollen die Möglichkeit geben, dass man 10 Bilder einpflegt zu einem Gebäude. Mhm. Ja, und da haben wir jetzt zum Beispiel gesehen, da sind wir jetzt eben schon ins nächste Gebäude kommen. Das, ja, heißt, also da ist die Grenze praktisch für ein Pro-Gebäude, 10 Bilder dabei, und dann ist es das alte Gebäude, und da kann man rein theoretisch eben auch Formulare machen, wo man die dann verschieben kann in der Reihenfolge, oder ich kann es jetzt da wieder weg oder oberhalb einfügen. Genau. Also das hat die Semantic Media Wiki sehr interessante Erweiterungen. Ja. Das heißt, ich verwende im Endeffekt immer das gleiche Template dahinter, nur mehrfach. Ja, das ist multiple angelegt, und so haben wir uns unsere Gebäudehistorie auf der Seite vorgestellt, dass wir lösen. Es gibt in der Media Wiki immer 300 bis 100 Wege und Möglichkeiten, da etwas darzustellen, sage ich. Mhm. Und wir haben uns für die Variante entschieden. Vielleicht einmal an, wie das Formular gestaltet wird im Vergleich zum Source. Also wenn wir das Formular eben abspeichern, dann kommen wir zu dieser, dann steckt praktisch in Wirklichkeit dieser Text, der dann halt in der MediaWiki eingetragen ist und dann durch die Vorlagen und so weiter entsprechend dargestellt wird. Und wenn wir jetzt das Formular anschauen, dann mache ich einfach jetzt eine neue Adresse. Genau, und dann schon bearbeiten. Und dann gehe ich gleich auf, aber da habe ich da jetzt den Quelltext. So, dann schaut es so aus, so erstellt man praktisch ein Formular. Da haben wir, ja, Formular-Input-Form. Ist die Frage, ob das jetzt irgendwen interessiert, wie man jetzt mit Semantic Media Wiki ein Formular erstellt. Genau. Sonst also wird man es abkürzen, hätte ich fast gesagt. Ja, also wer ist jetzt technisch daran interessiert, dass wir da genau darauf eingehen? Nicht. Also interessieren euch eher die Inhalte und das dahinter beim Projekt. Ja, ganz kurz vielleicht, man vom Prinzip her arbeite ich so, dass ich mir eine Vorlage mache, wo ich weiß, was möchte ich gerne anzeigen. Ja, dann gibt es das Formular, das heißt, diese Felder, die ich brauche, mache ich mir Formularfelder. Ich kann dafür entscheiden, ob es mandatory ist, sprich, ob es ausgefüllt werden muss oder nicht. Standardsache im Endeffekt, wenn man sich im Formularwesen ein bisschen auskennt. Ich kann Autofill verwenden, das heißt, wenn ich mein Formularfeld auch als Attribut schön in der Semantic Media Wiki definiert habe, kann ich da wieder mir dann Listen hergeben, so quasi, dass ich eintippe ST und es kommt gleich mal Steiermark, weil er erkennt das, ja, ein Autocomplete auf Deutsch. Und das Letzte ist dann, dass ich mir aber dann die Attribute natürlich anlegen muss, und da habe ich jetzt nicht alle Attribute angelegt von den Formularfeldern, sondern wirklich nur die wir für unser System momentan brauchen. Ja, wenn ich irgendwann draufkomme, ich brauche das, dann wird das Attribut angelegt. Man macht vielleicht
ein Update im Hintergrund, das sind die Administratoren-Links, was wir haben in den Spezialseiten für die Semantic Media Wiki. Da kommen einige Menüpunkte dazu, wenn wer die Spezialseite kennt von der Media Wiki. Und dann rennt die Datenbank da ein bisschen drüber und legt dann das Feld mit allen Werten, die existieren, an. Und wenn man 10.000 Werte hat, 1.000 natürlich dementsprechend, weil hier auch in dem System so gearbeitet wird, dass jetzt nicht die Datenbank sofort den Befehl ausführt, sondern sie macht das so Step by Step. Es ist abhängig von wie viel wird rumgesurft auf der Seite, dementsprechend werden dann diese Jobs im Hintergrund ausgeführt. Ja, alles was Semantik betrifft eigentlich. Ja. Okay, ich würde sagen, jetzt nachdem anscheinend nicht so viele Leute da haben, die Semantic Media Wiki jetzt selber installieren und verwenden wollen, können wir ja einmal auf die Punkte fokussieren, wie man mitmacht. Genau. Und wie man das System verwendet. Oder? Eventuell etwas ketzerische Frage. Ja. Ich hoffe, ich nehme es nicht rum. Aber wie hoch ist bei dem Projekt der Truck Factor? Also in der Softwareentwicklung kennt man den Truck Factor. Was passiert mit dem Projekt, wenn eine bestimmte Person oder zwei Personen vom LKW überfahren werden? Was passiert, wenn sie jetzt zum Beispiel du jetzt nicht mehr um das Projekt kümmern kannst? Ist das auf euch einen privaten Server und das ist so mit Sturm oder ist das in den Händen von irgendwas, wo das dann weiterlebt? Ja, ist natürlich schwierig, weil wenn man klein anfängt, da muss man sich dann irgendwann die Frage stellen. Also bei mir ist meistens so, wenn ich jetzt einmal einen gröberen Urlaub mache, dann schaue ich zumindest, dass sie die anderen untereinander austauschen können. Falls mir irgendwas zustößt, dass dann irgendwie trotzdem weitergeht. Ne? Also wir sind auf einem privaten Server, ja, aber ich sage mal, dadurch, dass die Software selber alles Open Source ist, könnte ja sofort das jeder weitermachen. Ja, das ist schon mal von Vorteil auf jeden Fall. Zugriff auf die Rohdaten, ohne dass man über das Web-Interface geht? Das nicht. Aber es ist sicher, es sollte nur da sein, den man kontaktieren kann, der das dann wohl rausrücken würde. Ja. Also da haben wir schon mehrere Leute, die darauf zumindest den Zugriff haben und das wissen. Wegen den Daten ist es so, die Bilder, also wenn ich selber was mache, stelle ich das immer frei rein, dass das jeder verwenden darf. Es sind nicht alle Bilder leider unter einer Creative Commons Lizenz, was halt immer davon abhängt, was der halt sagt, der uns das zur Verfügung stellt. Aber im Großen und Ganzen schaue ich schon drauf und für einen privaten Zweck kann man das ja sowieso sich immer runterkopieren. Und ist das technisch halt und dann ausgelegt? Also gibt es Backup? Ja. Backups gibt es, ja. Ja, und also eine Möglichkeit, sich jetzt durch die Seite zu browsen, habe ich dann gezeigt. Man kann also probieren, mal drauf los die Adressen einzutippen, kriegt dann eben die Suchvorschläge. So. Und wenn ihr Leerzeichen macht, dann schlagt er zumindest die ersten 30 vor. Und wenn jetzt Hausnummer 5 gebe ich ein, dann schlagt er die nächsten vor. Das heißt, ich kann mich so bewegen, wenn ich eine genaue Adresse habe. Wenn ich dann bei einer Adresse bin, konkret, dann kann ich eben diese Karte verwenden. Oder eben die Kategorie. Wenn ich sage, ich will jetzt alle Kategorien, wo eine alte Ansicht ist, oder ich will alle Häuser sehen, die eingetragen sind, die seit dem Jahr 2000 weggerissen worden sind, dann kann ich eben unten in diese Kategorieansicht gehen und mich in die dementsprechende Kategorie klicken. Also so kann man sich als User durch das System bewegen. Und da sieht man vielleicht recht gut, wenn man jetzt ein bisschen weiter draußen ist, dann sind halt die Marker gruppiert. Das heißt, im unmittelbaren Umkreis sind sie jetzt genau aufgelöst und rundherum, weil sonst wären es ja viel zu viele, sind sie gruppiert. Aber sobald ich mich dann da reinklicke, wird dann das rundherum wieder genauer aufgelöst. Also so kann ich mich dann ein bisschen durchs Land bewegen und schauen, was ist denn eigentlich im System eingetragen. Genau, von Ost bis West, also von Wien bis Bregenz. Ja, also wir haben von dem Wiki Lost Monuments auch schon Daten, die denkmalgeschützten Gebäude importiert, weil ja über diese Daten das Ganze dann auch in die App geht. Wenn man jetzt mitmachen will, der erste Schritt wäre einmal sich anmelden. Also unten ist dann der Anmelden-Knopf. Ich bin jetzt schon eingeloggt. Ich muss von rechts wegen noch 5 Minuten zugestimmt, weil es gibt dann Mail-Vorträge, ob 6 dann an. Achso, ja, okay, ja. Dann, wir sind dann eingeloggt, das heißt, in dem Fall habe ich das so gelöst, weil eben als kleines Team muss ich dann den Benutzer noch freischalten, dann kann er das bearbeiten. Weil spätestens mit den russischen Spambots wird es schon sonst schwierig, wenn man das wie bei der Wikipedia zulässt, dass es jeder bearbeiten kann.
Und dann, eben wenn man freigeschalten ist, kann man zum Beispiel eine neue Adresse anlegen. Man kann eben auch bei einer existierenden einfach oben auf mit Formular bearbeiten klicken, dann bin ich in dieser Formularansicht, kann noch weitere Fotos raufladen, Informationen ergänzen oder ich lege halt einfach eine neue Adresse an. Also dann, ja, das ist das von eigentlich gewünschte Fotos? Ich meine, jedes Haus ist okay oder nur interessante oder wo man alle Ansichten hat? Nein, eigentlich schon auch jedes, was man. Dadurch, dass wir von der, am Beginn von der AGIS so viel übernommen haben, so viel Material eigentlich. Ich arbeite in einer Richtung, wo ich sage, ich möchte gerne jede Adresse eigentlich drin haben, dass ich gar keine Blindsuche habe. So, ja. Weil oft ja, sind kleine Häuser. Straße 24 dann fehlt. Wenn das das Gebiet ist, dass ich sage, okay, ich habe jetzt, ich kann mal einfach schnell von deiner Wohnung daheim, von dem Haus, schauen, wie schaut das Eingangstor zumindest aus oder so, weil es ein Foto gibt oder so. Ja. Weil ich war nämlich gerade ein eigenes Haus in Graz und frage mich, ob ihr Interesse habt, historisch komplett uninteressantes, weil neues. Ja. Da kann ich euch die Wiesen aufstellen und nachher wieder. Genau, nein, auf jeden Fall. Auch, ja. Auf jeden Fall. Um das geht's auf jeden Fall. Da geht es auch darum, dass man in 30 Jahren schauen kann, ja schaut, da war einmal eine Wiesen. Genau, ja. Weil meistens weiß man nicht, was vorher war, auch wenn es nur eine Garage war. Dann denke ich mir, ui, das ist ein Neubau, okay. Ui, das ist jetzt ein neues Haus, was waren da vorher? Und dann sehe ich, achso, da haben sie eigentlich nur Garage weggerissen. Zum Beispiel. Das ist auch interessant. Ne? Ja? Bei neuen Bildern, die ihr rausstellt, kann ich mir gut vorstellen, dass ihr also die Genehmigung immer von dem kriegt, der das sozusagen draufgestellt haben will, auf das Programm. Aber wie ist das bei den alten Bildern? Habt ihr da überall dann die Genehmigungen dafür? Ja, wir haben also die Leute, die dieses Bildmaterial sammeln, also oft sind es alte Bilder, wo schon das Urheberrecht erloschen ist, dann geht es natürlich auch. Oder er erlaubt es uns. Das heißt, ich frage schon manchmal die Leute von. Genau, ja. Je weiter man zurückgeht, umso weniger Leute gibt es natürlich, aber es gibt ein paar. Ich glaube, Kubinski oder was heißt? Ja, Kubinski, genau. Da gibt es auch manchmal Bilder her. Und das sehen wir als Beispiel, ist in der Nähe, der Georgigasse ist auch ein altes Haus, da habe ich jetzt auch keine Information noch dazu, das kann auch vielleicht noch kommen, aber das habe ich damals schon fotografiert, weil ich schon dieses Plakat vorhin gesehen habe und ja, da weiß man zumindest, was dafür ersetzt worden ist. Ne? Was auch interessant ist, man kann zum Beispiel, und damit kommen wir jetzt zum Grazer Fasselsystem, Eckenberger Gürtel, auch nicht so weit weg. 2 Minuten haben wir. Passt, das können wir in 2 Minuten noch recht erklären. Man kann anhand von einem Haus. Man muss jetzt nicht immer nur architektonisch oder so irgendwas beschreiben, man muss jetzt auch nicht viel wissen. Man kann einfach nur, wenn man mitmachen will, sagen, okay, das Haus war da, abgerissen worden ist es 2014. Ist auch schön. Aber an diesem Beispiel haben wir an einem Haus, das ist da vorne beim, ja, das ist beim Bahnhof in der Nähe, hat dann der Laukert das Grazer Fasselsystem beschrieben. Also man sieht ja auch, er hat ein Foto von der Ansicht nach dem Krieg reingestellt, da sieht man auch, was hier alles zerstört worden ist. Und er hat auch die Baupläne gefunden. Und da sieht man, euch wird vielleicht aufgefallen sein, viele Häuser in Graz haben so Fenster beim Gehsteig und meistens ist eins von den Fenstern eine Tür, wo man teilweise einen Fahrradkeller rausmacht. Da haben wir dann den Abfluss vom Klo und der geht da unten in ein Fass rein. Das heißt, die Tür ist einfach damals genutzt worden, um dann diese Fässer aufs Pferdefuhrwerk zu geben und halt Richtung zu erklären, Richtung Mur, ja, ganz am Anfang. Also man kann auch solche Anekdoten zu den Häusern dazu schreiben, wenn man die Pläne hat. Da ist es auch recht interessant, wir haben. Da kann man, in Graz gemacht? Ja, in Graz war es noch recht lang, weil erst mit 1926 ist dann diese die Kanalisation gekommen. Aber. Es ist ein bisschen ein Spezifikum, man hat es in anderen Städten vielleicht anders gelöst. In Wien gibt es, glaube ich, sicher mehr Häuser als in Graz, wo noch das Klo am Gang war, da war dann weniger. Aber da sehen wir zum Beispiel, da sind da schon die Toiletten eingetragen, dann dahinter war die von der Küche zugängliche Speis. Und in Graz war es aber üblich, dass dann über der Speis noch so 2 Meter Schacht zum Klo war, um das besser zu belüften. Da haben wir dann eben da die Sanitäranlagen und wenn wir jetzt einen Stock runtergehen, ja, dann haben wir da schon die Fässer eingetragen. Und was natürlich auch recht interessant ist, eine Kegelbahn. Die haben im Keller eine Kegelbahn gehabt. Alle 9. Ja, ja. Wobei bei Kegelbahn fällt mir ein, also wenn wir noch zum Inhalt gehen. So. Jetzt hast du so. Jetzt habe ich den Zoom da erwischt. So, ich muss ja das schön langsam. Ja, ist schon klar. Ja. Also, ja.
ihr könnt mir dann gerne noch weitere Fragen stellen. Wer mitmachen mag, bitte gern. Wer auch in der Verwaltung helfen mag, können wir natürlich auch brauchen. Und unten habe ich noch den Infostand, da könnt ihr mir gerne genauere Fragen dazu stellen oder einfach eine Mail schicken. Wir sind nur eine kleine Gruppe und. Nein, also ich habe einen Halbtagsjob und habe eine Förderung bekommen und mit der Förderung mache ich das. Das war einfach aus Eigeninteresse angefangen. Ja, und habe ein paar Interessierte gefunden, die halt da mitmachen. Ciao. Und am iPhone sind wir auch verfügbar. Am iPhone auch, am Android auch. Und in Zukunft hoffentlich beim Jolla Selfie schon alles, dass ich schon aus ideologischen Gründen unterstützen habe. Himmel löschen zu werden. Ist das nicht Rotrad? Wie schaut das dann aus?